Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Lil Polars mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Ich reagiere heute mal auf Stamplay und natürlich auf Standard Skill. Wenn ihr schon mal nichts mehr verpassen wollt, Leute, gerne Au-Button und Glocke aktivieren, um nichts dazu verpasst, würde mich freuen. Und gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, Leute, würde mich ebenso freuen. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange, wir gehen auch direkt rein und let's go. Der Schnee schmilzt und ich hüpfe, es wird wärmer und die Dinos kommen so langsam raus. So, nur noch zwei Minuten, dann wird der Schnee schmelzen und zwar genau an der Location, so der äußerst. Schauen wir mal, ob bei Tilted irgendwas runtergegangen ist, ob da irgendwie so eine kleine Stufe oder so ein bisschen Zentimeter Schnee weggegangen ist. Schneller, schneller. Oh! Ah! Mein Headset! Lul. Alright, Leute, willkommen zurück zu Fortnite. Schöne Grüße, meine Lieben, nachtaktiv. Ich hoffe, ihr seid noch wach. Bleibt mal noch ein bisschen wach. Es gibt hier wieder ein paar Sachen hier in Fortnite, bevor wir das nächste große Update bekommen. Und es gibt auch wieder was, einige Sachen. Der ja, nächste Woche. Und Tilted Towers ein Stück näher. Und vielleicht auch bald die Lust. Und vor allen Dingen, wann kommt jetzt Tilted Towers wieder? Da ist auch schon wieder ein bisschen konkreter. Also, haut ein Like rein, Leute, wenn ihr ein bisschen wacher seid. Also, Leute, haut ein Like rein, wenn ihr wach seid. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann ratter ich euch auch alles runter. Kommen wir erstmal zu dem großen Update und dem Lama auf dem Dach. Und der Spatz auf dem Dach ist da auch am herumkursieren, ne? Das große Update, Stand aktuell, wird nicht nächste Woche rauskommen, sondern erst übernächste Woche. Version 18.1. Erster Kill ist drin. Ne, schade drum. Aber nichtsdestotrotz kriegen wir nächste Woche auch nochmal ein bisschen Content. Und vor allen Dingen die Dinos könnten auftauchen. Ist aber nur eine Theorie. Erzähle ich euch gleich nochmal ein bisschen zu. Und erstmal muss ich diese. Ich dachte nächste Woche. So, runterrattern. Und währenddessen spiele ich mal ein bisschen live. Ah ja. Leute, sagt mir mal Bescheid. Gefällt es euch, wenn ich so ein bisschen live das Ganze erzähle, während ich versuche, ein bisschen rumzuzocken, ob es ein Win ist oder nicht? Scheiß drauf, Hauptsache ein paar Kills. Ne, aber gefällt es euch so oder einfach nur trocken Standbilder zeigen und wie ich vor der Kamera tanze? Und geh mal weg, Kollege. Ich hab keine Munition. Und Putzboy! Okay. Okay, der wollte auf mich runterschitten, aber ich bin derjenige, der shittet. Ich muss aufs Klo. Ne, deswegen nächstes große, richtig große Update leider erst am 18.01. Aber so spät? Das bemerken, weil es könnte dort auf jeden Fall was Neues rauskommen. Ne, beziehungsweise könnte ein bisschen mehr mit rauskommen. Und der Schnee soll jetzt stand aktuell in 10 Minuten schmelzen. Ja, ich nehme das Video tatsächlich morgens auf, ne, kurz vor 10 Uhr. Da soll das jetzt passieren. Wir haben es 9.45 Uhr. Deswegen kann ich jetzt die Runde ganz entspannt mal mitnehmen und hoffe darauf, dass dann der Schnee live irgendwie zu sehen ist. Schauen wir mal. Bis dahin kann ich aber das Ganze runterrattern. Ne, und deswegen erstmal Update solltet ihr bedenken. Was aber aktuell schon herausflattert, sind tatsächlich das 15. Geschenk, die Spitzhacke, die wird aktuell an alle Spieler verteilt, aber es dauert noch. Hab ich auch schon. Einige haben die schon erhalten, ich habe die noch nicht erhalten. Wenn ihr die Spitzhacke nicht erhaltet oder sowas in den nächsten 2-3 Tagen, dann weiß ich auch nicht, Leute. Brauche ich mich nicht zu fragen. Ich verteile die Spitzhacke nicht. Und besser ja jetzt da drinne? Okay, der ist da drinne, ne? Die einzige Voraussetzung ist eigentlich, dass ihr euch nur in Winterfest. Der ist knackig. Komm on. Chili! Komm on, lauf mal hinterher. Zweimal 24er, das hat wehgetan. Oh nein, nicht wegfahren. Das war schön. Ja, für das 15. Geschenk, die gratis Spitzhacke, die einzige Voraussetzung dafür war, dass ihr euch winterfest eingeloggt habt in den letzten Tagen. Also, wenn ihr bei der Weihnachtshütte eingeloggt ist, wir machen mal auf legendär. Ich fahre aktuell tatsächlich eine Double SMG Meter. Ne, statt der Shotgun nehme ich zwei SMGs mit. Ist gefühlt irgendwie effizienter. Und deswegen wird es verteilt. Ein paar weitere Gratis-Sachen jetzt werden verteilt, wo die Leute ein bisschen verwirrt sind. Es sind tatsächlich die Creative Items. Und zwar hat man für 2 Stunden Creative Zocken in der Winterfest-Abteilung
hat man dann, wenn man 2 Stunden gespielt hat, auch mal nochmal einen Satz an Sachen bekommen. Hab ich auch Trace, bekommen. Emoji, Banner und so weiter. Nicht super krasses. Ist Stand aktuell jetzt natürlich vorbei. Die Aktion ist vorbei. Winter, Weihnachten, Winterfest ist vorbei. Ihr seht es hier, der Weihnachtsbaum fehlt und ist weg. So, und heute beginnt die erste Schneeschmelze. Eine von 9 unterschiedlichen Stufen. Das wird stufenweise passieren an unterschiedlichen Tagen. Und so wie es aussieht, Stand aktuell wird das alle 3 Tage passieren. Krass. Und die nächste Schneeschmelze nach heute, also sollte, beziehungsweise wenn ihr euch einfach Datum aufschreiben wollt, sollte der Sonntag sein, jetzt der folgt. Dort sollte die nächste Stufe aktiviert werden und das wäre dann Stufe 3. Und Stufe 3, da ist ein Kollege. Komm mal her. Ups, Kurz Panikmodus, aber alles safe. Am Sonntag soll es sein und das soll dann so weitergehen. Und wenn das so weitergeht, sollte dann auch tatsächlich Stufe 6 dann dem Tag, wo das große Update rauskommt, also am 18.01. Da sollte ja das neue große Update rauskommen. Und Stufe 6 ist deswegen interessant, weil dort Tilted Towers rauskommen soll. Das ist dann die Stufe, wo dann tatsächlich Tilted Towers nicht mehr im Schnee ist und dann komplett frei ist. Aber bis dahin können noch weitere Sachen, sag ich mal, freischmelzen. Das muss man auch nochmal bedenken. Zum Beispiel könnten bis dahin endlich mal die Dinos freischmelzen, weil da auch schon so die ersten Hügel eigentlich liegen sollten, wo der Schnee eigentlich so langsam verschwindet. Ich blende euch mal hier ein Bild ein der unterschiedlichen 9 Stufen, die Map jetzt durchlaufen wird, bis der Schnee komplett weg ist. Meiner Meinung... Oh, apropos meiner Meinung, Leute, wo ich jetzt an diesem Ort bin. Wir hatten vor 2 Tagen Livestream etwas relativ Seltsames gehört. An genau diesem Ort hat sich so ein bisschen Blechern angehört und als ob irgendwas rumpelt. Und ich wüsste nicht, dass dieser Tempel irgendein Geräusch ausgibt, was rumpelt oder nicht. Ich blende mal euch das kurz in den Clip ein. Ich will wieder Einsatz ist. Was knattert hier gerade so? Hört sich an, als ob die I.O. sich durchbohrt oder sowas. Was war das gerade für ein Knattern? Oder shit? Meint ihr, das Knattern war gerade der Tempel hier? Macht aber keinen Sinn. Vielleicht sind das die Bohrer, die I.O. benutzen, um die gerade sich durchzubohren, weil bisher habe ich den Sound so nicht gehört und tatsächlich kann ich den gar nicht so zuordnen. Ich wüsste aber nicht, dass es irgendwelche Soundfiles in den Spieldateien gibt, die irgendeinen Bohrer bezeichnen oder nicht. Deswegen ganz stranger Sound, aber wollte ich mal hier mal kurz ansprechen, dass wir da was Komisches gehört haben. Vielleicht steckt da ja was dahinter und man hört wirklich die Bohrer, die so rauskommen. Ja, so viel dazu. So, wo war ich? Ach ja, das mit Freischmelzen. Und die Dinos könnten tatsächlich bis zu dem nächsten großen Update auch schon mal herauskommen, weil da die Hügel auch irgendwo im Schnee sein sollten, wo die da schlafen und dann auch der Schnee dort verschwindet, bevor Tilted Towers weggeht. Naja, das solltet ihr beachten. Und wenn wir schon bei den Dinos sind, die sehen zwar alle knuffig aus und haben auch 6 Beine und heißen auch Buttercake in den Spielerteilen. Und der Typ hier pusht mich gerade... Was war das denn jetzt für ein Turm? Okay, freundlicher Streamer aus der Nachbarschaft und der flüchtet. Schade. Schade, keine Munition. Oh mein Gott, der baut da einfach irgendwo Hotel mit Jacuzzi, WLAN und was auch immer, 3-Bett, Massagesessel. Und bunkert sich jetzt ein. Die sehen zwar knuffig aus, diese ganzen Dinos, ne? Sind die aber wahrscheinlich gar nicht. Wenn wir uns diesen kurzen Clip vom Boba Fett Skin angucken, weil der jetzt auch nicht mehr so lange drin ist, sehen wir, wenn wir da ganz kurz mal pausieren, seinen Mund, den er offen hat. Und das sieht schon ganz schön gewaltig aus. Da sind ganz schön viele Zähne drin. Und das sieht so aus, als ob er ein ganz schön kräftiges Gebiss hat. Ich glaube, da könnten ganz schön kräftig zubeißen, wenn man den aufgeht oder sowas. Das würde ich auf jeden Fall mal beachten, ob dich da oder nicht, Kollege. Bisher läuft's gut. 5 Kills. 11 Leute noch. Deswegen, ich glaube, die Demons könnten da auch ein bisschen giftiger werden. Aber auch bei diesem Boba Fett-Trailer sehen wir da, wo das Dino ist, tatsächlich eine Grube, die wir so bisher im Spiel nicht haben. Einige sehen darin quasi einen... Ich bin mehr weg hier. Da ist überall Sandwich. Ich bin hier total im Sandwich. Ich bin heute kein Subway-Mitarbeiter. Ich habe schon gegessen. Ich habe das Frühstück. Und ich will nichts mehr essen. Danke. Ich bin mal weg hier. Oh mein Gott. Ich muss mich kurz heilen. Oh nein, der verfolgt mich. Ah, der verfolgt mich. Alter. Fast and the Furious Fortnite Edition oder was? Links ist noch einer.
Ey, wir haben hier voll das Wetter. Der ist immer noch hinter mir, ne? Nee, der hat aufgehört. Let's go. Da ist noch einer. Oh, nee. Der dreht durch. Geil. Einige sehen in dieser Grube tatsächlich einen neuen Ort, der reinkommen könnte. Und zwar dieser Grotto-Ort und so weiter. Aber ich sehe in dieser Grube tatsächlich nicht irgendwie, dass es irgendwas mit der I.O. zu tun hat. Und so an sich sieht er auch nicht super besonders aus. Und könnte einfach nur an diese Anspielung sein, an diesen Sarlacc Pit oder sowas, was in der Beschreibung von Boba Fett steht. Ne, dass er das überlebt hat, dann wird er alles überleben. Könnte einfach nur so ein kleiner Bups von hier unten. Na komm. Ey, ich hab nur noch ein paar Minuten, dann sollte das Schnee schmelzen. Und ich will das gucken, ob das live passiert. Ne, zack, gesnackt, boy. So, doppelte Legendäre, schmeckt. Schildsprinkler schmeckt genauso hervorragend. So, was hast du hier noch so Schönes? Launchpad. Nee. Ich hab mich gerade erst frisch gemacht, lass mal. Hab gerade erstmal Anti-Deo-Spray. Sonst soweit alles gut. Oh, da hast du mich. Stan dreht durch. Einfach geone-shottet aus der Ferne und abgesnackt. Stan einfach so, der andere Pro-Player hier. Hier in der Ecke sein, ne? Oh, da ist er! Achter Kill, Leute. Oh, let's go. Let's go. Ich liebe die Waffen mit dem Aiming heute, ne? Mit der MK7. Aiming wird belohnt. Stan, 10er. Zum Beispiel hier wurde ich auch belohnt mit wunderschönen Kill. Kill Nummer 9. Nummer 10. Einer, da ist noch einer am Flüchten. Macht mal schneller. Ich hab eine Schneeschmelze. Oh mein Gott, der ist so weit. Der. Geh mal weg. Ich will meinen. Ey, will meinen Kill holen. Der ist hier geflüchtet. Schneller. Oh! Ah! Mein Headset. Ah, ich höre nichts mehr. Ah, erstmal Deo-Auftrag, Leute. Oh, da kommt direkt der Nächste. Kill Nummer 10. Ich muss mein Headset aufsetzen. Ich hab grad keine Zeit. Ich höre nix. Nicht gut. Panik. So, nur noch 2 Minuten, dann wird der... Schade, aber 10 Kills, genau dein Respekt. Mit Win wäre doch saftig gewesen. Einmal abgeschnitten. Ich hoffe mal, dass es irgendwie live passiert, dass sich das zurückzieht. Ich glaube aber tatsächlich nicht. Dadurch, dass es unterschiedliche Stufen für die Karte gibt, wird das wahrscheinlich einfach nur so zack, aktualisiert. Aber ihr könnt euch ja schon mal ein bisschen merken, wo der Schnee so liegt. Ne? Zum Beispiel hier an diesem Berg und diese Linie hier. Genau dort wird der Schnee dann ein bisschen zurückgehen und dann schauen wir mal gleich. 1 Minute noch. Wir haben's 10 Uhr. Der Schnee müsste jetzt schmelzen, aber wenn ich mir so den Rand angucke, schmilzt da aktuell gar nichts und es bewegt sich auch nicht. Ja, kaum direkt die neue Runde gestartet, Leute, ihr seht's, ne? Jetzt diese Insel da, wo die Linie vorher war. Der ganze Schnee hier an dem Rand ist weg. Wie gesagt, das ist jetzt Stufe Nummer 2, die Schneeschmelze. Tilted Towers, eine Stufe näher. Ich blende euch hier auch mal ein kurzes Vorher, Nachher, dann könnt ihr das direkt im Detail sehen. Ne? Und das ist erstmal nur ein grober Rand. Schauen wir mal, ob bei Tilted irgendwas runtergegangen ist. Ob da irgendwie so eine kleine Stufe oder so ein bisschen Zentimeter Schnee weggegangen ist. Wobei ich sagen muss, ich kenne mich jetzt nicht mit jeder Schneeflocke in Tilted aus. Deswegen, ja, ist schwer zu sagen. Gefühlt würde ich sagen, ist niedriger, oder? Das müssen mir mal die Tilted Towers Experten hier sagen, die immer in dieser Schneegegend hier landen. Zum Beispiel diese Stufe hier, diese kleines Podest hier. War das schon immer da? Gefühlt würde ich sagen, ja, ich glaube, der Schnee ist ein bisschen zurückgegangen, aber das ist wahrscheinlich so ein Placebo-Effekt, weil man jetzt, weil sich hier die Map ein bisschen geändert hat, sieht man hier halt Änderungen, die vorher schon immer da waren, weil man sich nicht alles auswendig gemerkt hat. Ne? Auch der Turm, der Big Ben-Turm wirkt ein bisschen niedriger. Keine Ahnung, Leute. Sagt mir das mal. Ich kann das jetzt schwer beurteilen, ob Tilted irgendwie ein bisschen freier geworden ist oder nicht. Oh, schauen wir uns jetzt auch noch die Gegend mal vor Ort an. Genau hier lag eigentlich noch Schnee, Leute, jetzt in der letzten Runde. Und alles geschmolzen hier am Rand. Der Schnee schmilzt und ich hüpfe. Es wird wärmer und die Dinos kommen so langsam raus. Das wird doch ein Schmaus. Noch ein paar Last-Minute-Kills, Leute. Abholen, abgesnackt. Da ist noch einer. Und den haben wir auch. Direkt der Nächste. Kommt, entspannt euch mal hier. Ja, Leute, was sagt ihr zu der Schneeschmelze? Was
freut ihr euch schon auf Tilted Towers. Am 18.01. ist es soweit und sollte dann die 6. Stufe aktiv sein. Oh, der wollte noch abhauen. Flüchte dich, Kollege. Ne, 18.01. sollte das dann soweit sein. Aber bis dahin durchleben wir noch 4 weitere Stufen. Und in diesen 4 Stufen sollte auch eines der Dinos dann nächste Woche wahrscheinlich mit dem Content-Update schmelzen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne Abo-Button und Glocke reinhauen, wenn ihr es nicht zu verpassen. Dann kriegt ihr die Videos auch besser in die Startseite gepusht. Dann müsst ihr nicht immer darauf hoffen, dass YouTube mit dem Algorithmus besser klarkommt. Das würde mich auf jeden Fall mega freuen. Ein Like-Button, wenn euch die Rounds gefallen haben und die Kills. War nice. Schreibt mir mal eure Meinung rein. Würde mich mal interessieren, ob ihr so ein bisschen Live-Gameplay nebenbei mögt. Let's go, Leute. Oh Gott, das Video geht 25 Minuten. Oh Gott, das wird heute wieder ein langes Video. Oh oh. Das hätte ich mir vorher angucken sollen, aber gut, kommt. Kommt, mach mal, passt schon. Sind zwar 40 Minuten, aber gut. Geht schon. So ist das, glaube ich. Die ganzen Faulberger sind mit dabei und ihr müsst jetzt alle hier in das Portal reingehen und ich muss hier ins Standard-Skill-Portal gehen, Leute. Und ich bin gespannt, was es da erwarten wird. Oha, was ist das hier? Okay, Counter starten, das machen wir natürlich. Und die Faulberger haben jetzt insgesamt 2 Minuten Zeit, sich zu verstecken. Und danach werde ich hier aus mein Eis... Warte, zu böse, Leute. Werde ich aus mein Eisgefängnis kommen und werde hier alles... Movie Time gebaut im Standard Skill Map Contest, Freunde. Ich bin gespannt, was uns hier alles erwarten wird. Let's go! Leute, und zwar wichtige Aktion hier. Und zwar mein Partner Just Legends hat mal wieder eine geile Aktion, Leute. Und zwar mein Band. Stadi, keine Werbung hier beim Video. Nicht so. So, gib mir hier. Ich bin gespannt, was passiert, wie die hier rauskommen und wo die Leute sich versteckt haben und wie die Map überhaupt aussieht. Also, ich hab dir einen. Wow! Standard Weihnachtsmarkt, Leute. Meinen eigenen Weihnachtsmarkt. Habt ihr das schon mal gesehen? Super, da gehen wir jetzt direkt drauf. Ey, sieht voll cool aus. Guckt euch das an hier. Ich finde auch hier mit den Gebäuden und so, das sieht schon richtig weihnachtlich aus. Oha, was ist das hier? Ist das eine Eislaufbahn? Wow, ey, hier ist ja alles auf dem Weihnachtsmarkt. Aber ich sehe schon... Oh, nee. Ey, bitte sagt mir bitte nicht, dass hier in so einem Eisblock irgendwie Verstecke drin sind. Das suche ich ja bis morgen noch. Eislaufbahn, Tickets und Schlittschuhe mieten. Yo, da gehen wir mal rein, Leute. Ey, und wehe, ihr versteckt euch nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Dann drehe ich hier aber absolut durch. Ey, ich hoffe, die Verstecke sind hier nicht zu kompliziert, ne? Ich weiß nicht, ob jetzt Movie Time, oh, wenn ich schon sowas hier sehe, der hat es bestimmt richtig kompliziert gemacht. Aber ist auch keiner so doof, sich hier direkt zum Anfang zu verstecken, oder? Ja, das ist ja auch absolut was in meiner Meinung, ne? Ne, hier ist tote Hose, obwohl es auch schlau ist eigentlich direkt zum Anfang. Warte mal. Nee. Okay, also hier, ich hoffe, hier kann man nicht lang, oder? Nee, okay, sehr gut, sehr perfekt. Ich wollte schon sagen. Also das wäre ja denn gucken, ob was hier auf der Eisrennbahn los ist. Ob ich nicht jemand eventuell. Was ist denn das hier? Kann man hier rein oder? Ey, Bro, das ist doch nicht dein Ernst. Bro, du machst zu mir Loser-Tanz, aber ich hab dich als Ersten gefunden. Du bist der Erste, den ich gefunden habe. Statement einmal dazu. Lamax. Also das ist peinlich, Bro. Ich hab dich als Erstes gefunden. Da hätte ich ja mal wirklich gerne ein Statement von dir gehabt. Und aber das Versteck, muss man sagen, das war gut gewesen. Das war nicht schlecht. Aber okay, gut. Eislaufbahn haben wir durch hier. Dann gucken wir weiter, was das hier ist. Ich bin auch gespannt, Leute. SU ist auch unter den Leuten dabei, die sich versteckt haben. Letztes Mal hat er einen Ultra-Baba-Versteck gehabt. Da habe ich ihn mit als Letztes erst gefunden. Ich hätte gedacht, hier so ein einfachen Ding. Okay, was gibt's hier noch? Hier gibt es noch eine Umkleide. Nur für Eislaufbahn. Ja, ich war auf der Eislaufbahn. Ja. Versteckt sich jemand in der Umkleide? Das wäre auch frech, ne? Weil auch... Oh. Nein. Oh mein Gott, ich merke schon. Diese Verstecke hier sind anders ehrenlos. Ach, du Kacke. Nein, nein, nein. Okay. Hier haben wir noch, keine Ahnung, was das hier ist. Wahrscheinlich auch nochmal Umkleide, aber guck mal, Leute. Ey, Bro, das ist zu hart. Guckt euch das an. Ich werde auf jeden Fall vielleicht einen Gehilfen sogar noch einstellen, aber hier selbst hinten alles full mit Sachen, wo die Leute sich reinsetzen können. Aber hier, warte mal, hier. Warum ist hier so ein Müllhaufen? Das ist auch random irgendwie, ne? Guck mal, hier hinter. Oh mein Gott. Okay, macht die Verstecker am besten noch schwerer. Danke. Danke für nichts. Pfeile werfen? 20 Punkte ist gleich kostenloses Plüschtier. Und das ist SU hier, oder was? Oder ist das. Ist es das Plüschtier, was man bei SU gewinnen kann? Ich schieße SU seine ganze Bude kaputt.
Das wäre natürlich auch lustig, wenn Essen sich hier drunter versteckt würde. In seiner eigenen, Laden, den er hat hier auf meinem Weihnachtsmarkt. Kannst du mal aufhören, in meinem Gebäude hier rumzuvandalieren, ey? Oh, ich bin richtig, ich mach hier alles kaputt, ich schieße hier alles kaputt. So, aber hier hinter vielleicht? Nee, ich dachte gerade, Leute, hier auf Secret irgendwas, aber ich würde mal sagen, SU's Laden ist sauber. Mhm. Oh, hier ist irgend so eine. Aha. Aber hier ist auch keiner drin. Ja, bisher fühlen sich alle noch sicher, aber ich habe ja noch nicht einmal alles abgesucht hier. Frozen Coaster. Eine Fahrt 4,50 Euro. Oh, hier ist der Eingang, Leute. Wir gehen jetzt in den Frozen Coaster rein. Let's go. Aha. Leute, ich habe hier schon einen gehört gerade. Wer versteckt sich hier im Frozen Coaster? Will derjenige mich verarschen? Der Arme, Leute. Sitzt du fest? Der Arme. Okay, Leute, darunter werden wir definitiv nicht gehen. Ey, hier ist ja Nebelix. Super. Okay, wir machen jetzt. Der hat so viel Krach gemacht, Leute. Wir haben ihn direkt gehört. Der Arme. Der steckt einfach da fest. Aha. Boah, guck mal hier. Boah, das ist aber auch fies hier. Da guckt man ja auch nicht immer rein. Das ist hier richtig hier mit Werkstattraum und so. Ah, schon zwei Leute aber gefunden. Ah, hier sind diese. Ey, guck mal, was hier alles gebaut worden ist. Übelst detailgetreu. Guck mal, diese Geschenke sehen mir auch irgendwie verdächtig aus, oder? Wenn hier jemand im Geschenk drin ist, kann er rauskommen, kriegt er ein Bonusleben. Will keiner. Okay, ist okay. Ey, wer ist hier? Ist hier jemand unter der Eisenbahn? Unter der Rollercoaster? Gut, weil das wäre zu gefährlich gewesen, hätte ich euch direkt ausschalten müssen. Jetzt Movie Time, baue am besten nächstes Mal noch mehr Verstecke für die Paulberger ein. Aber ich glaube, hier gibt es irgendwie wahrscheinlich noch so ein. Oh mein Gott. Oh, ich dachte, das wäre ein Versteck gewesen. Also wer. Wer ist das denn? Ich dachte, das ist. Ey, wäre das ein Versteck gewesen? Das wäre auch absolut frech gewesen. Hier geht's lang, Leute. Guck mal, hier kann man langfahren. Bum, bum, bum. Hier. Ah, ich glaube, hier ist keiner mehr. Haben wir das schon mal durch. Dann haben wir hier noch, Leute. Mal gucken, ob Stani noch genug findet. Die SU. Ach, Susies. LOL. Was steht da oben? Die winterliche Lambo-Fahrt. Okay, Leute. Hier kann man einfach winterlich mit den Lambo rumfahren. Schade, dass er nicht fährt. Dass er überlegt, dann könnte er so eine kleinen Dinger reinbauen, dass selbst der Lambo fährt. Wie geil wäre das denn? Man könnte hier wirklich so einen Freizeitpark machen oder so einen Weihnachtsmarkt. Ich wollte gerade sagen, Alter, Leute, dieser Schneemann, der hätte da ganz verdächtig gestanden. Aber guck mal hier. Ehrenmann! Ehrenmann, Leute! Also, ihr dürft euch nicht in Schneemänner verstecken, Leute. Weil ansonsten kann ich euch nicht rausschießen. Kuss geht raus, Philipsis. Für die Ehrlichkeit. Also, alle, die jetzt in Schneemännern drin sind, müssen einmal. Bist du hier? Arbeitest du hier? Ariane, die Granate, du arbeitest auf meinem Wintermarkt? Ey, Leute, das glaube ich nicht. Die arbeitet auf meinem Weihnachtsmarkt. Ariane, die Granate. Geil. Also, das sage ich euch ehrlich. Sagt mir ein Weihnachtsmarkt, wo die arbeitet. So, wie gesagt, kommen heute nochmal alle aus den Dingern raus. Ja, ja. Alle aus den Schneemännern raus. Ansonsten werden die disqualifiziert. Ja, aber hier sieht eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, ich kann am Herz. Jetzt haben wir schon 4 Leute gefunden. Na? Nee. Nee. Was ich mir gut vorstellen könnte, dass der Schlauberger es absolut witzig fand, sich hier hinten zu verstecken. Was ist das hier? Privat. Nur für Schausteller. Aha. Oh, guck mal, die haben hier richtig Party gemacht, Leute.
Oha, ist das hier Tresor? Ah, das wird. Stand hier wieder. Oh, wer arbeitet denn hier auf meinem Weihnachtsmarkt? Hallo, ist hier jemand? Wer arbeitet hier auf meinem Weihnachtsmarkt? Der einmal bitte sich zum Vorschein kommen hier. Nee? Nee, auch nicht da? Ja, also anscheinend, Leute, die ganzen Mitarbeiter sind schon weg. Aber sieht gut aus. Ich denke, das ist die Mühle. Estio, bist du da? Nee, ich bin da. Ich bin da. Lol, hier ist Estio, sein Schlafplatz. Das ist ja cool. Boah, wir sind jetzt hier so ein bisschen, Leute, hinterm Weihnachtsmarkt. Weil ich glaube, dass die Leute das lustig finden, am Weihnachtsmarkt. Was ist das? Ist das die Geisterbahn oder was? Lol! Ja, okay. Okay. Bau die Map noch größer nächstes Mal. Danke. Das ist ja absolut frech. Wie soll ich denn hier die Leute finden? Ah, die grünen Leute. Da werde ich lange dran suchen. Aber ich glaube, das ist ganz geil. Hä? Mensch, voll das Baba versteckt. So, haben wir alles abgesucht. Okay, wir machen jetzt erstmal weiter, Leute. Ich mache das ja systematisch. Und zwar Dave Knights Haarstiebele. Abo gegen Haar. Aktueller Stand 70.000. Inklusive Gutschein für Sophie und Chuchups Glühweinstand. Wisst ihr noch, als Dave als sich für Abonnenten die Haare abgeschnitten hat? Sorry, Leute. Lol. Der wurde hier einfach auch verewigt, Freunde. Das Ding ist, versteckt sich jemand zufällig bei Dave Knight? Wer ist hier bei DaveNet in der Bude eingebrochen? Also das wäre ja auch ein Skandal. Oh mein Gott, was ist das für ein Versteck? Und hier ist keiner. Lol. Oh mein, wer ist das? Also du bist auch wirklich, hier sind so eine krasse Verstecke und du versteckst dich hinter einem Papierkorb. Raffbra. Also da fällt mir mal wieder nichts ein. Zu deiner Lostheit. Schade. Da hat Dave Knight dir... Ich glaube, Dave Knight hat dir irgendwas angetan. Das ist wirklich... Oh. Eisskulpturen. Eingang. Boah, da bin ich ja mal gespannt. Was gibt's denn hier für Eisskulpturen? Mhm. Bro. Wow. Was ist das für eine krasse Eisskulptur? Super. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Bist du auch eine Eisskulptur? Ja, zeig mir mal, was für eine Eisskulptur bist du denn? Falsche Antwort! Faulbergerin! Raus! 6 Leute gefunden schon. Okay, oh, das sieht aber cool aus hier. Es gibt doch viele Eisskulpturen, ja. Okay. Oh, eine Schneemannfamilie. Aber was ist das hier? Leonie! Ich glaub, es hackt. Da hat die sich hier ganz eklig vorgesetzt, geil. Dass ich denke, hier ist nichts und dann bumm. Ja. Guck mal, ihr habt die Rechnung ohne Stani gemacht. Okay, ich würde sagen, Leute. Oh mein Gott. Das Versteck ist so gut, dass die Verstecker dieses Versteck nicht mal gefunden haben. Das ist, also das habe ich gerade nur aus Zufall gesehen, lustigerweise. Lofties Premium-Weine. Ist das die Lofty oder was? Hallo Paulberger, jeder nur ein Geschenk. Bevor ihr das Geschenk öffnet, dreht euch 4-mal um den Stuhl und haut 2-mal gegen den Stuhl gegen. 3-mal dürft ihr raten, wer das ist. iCrymax. Der auf dem Scheißhaus sitzt. Einfach auf Toilette sitzt er hier auf meinem Weihnachtsmarkt rum. Der und verteilt Geschenke. Und hier sind wir, Leute, bei Lofties Premium-Weine. Okay, dann gucken wir mal, ob hier auch wirklich Premium-Weine sind. Lass mir alles kaputt schießen. Naja, was? Oh. Okay. Hey, Lofty. Ja. Netten Laden hast du ja hier schon. Aber der ist ganz schön klein und hier sind gar keine Mitarbeiter. Das ist ja auch sehr schade. Ah, okay, Lofties Laden haben wir auch durchsucht. Muss
auch mal sein. Oh, Leute, guck mal hier, der droht für den Weihnachtsmann. Wer war dich dieses Jahr? So, versteckt sich hier zufällig jemand zwischen den Geschenken? Das könnte Ärger geben vom Weihnachtsmann. Guck mal! Du hast zwar einen langen Bart, aber das heißt nicht, dass du der Weihnachtsmann bist. Aber vielleicht hast du ja besondere Fähigkeiten und kannst mir zeigen, wo jemand anderes ist. Kannst du das? Ah, aber siehst du auch die Leute auf der Karte? Na, dann zeig mir, wo jemand ist, bloß zeig mir das. Zeig mir, wo jemand ist, Herr Weihnachtsmann. Da bin ich jetzt gespannt. Eins. Zwei. Drei. Er will mich verraten, kill ihn! Der hat gedacht, hier ist einer. Du hast SUS hier bestimmt, Leute. Ich habe nur gerade gehört. SUS hier safe. SUS hier safe. Irgendwo hier in der Nähe. Weil gerade wollte er seinen Arsch retten. Naja. Ich habe das hier. Ich muss, Leute, ich muss meiner Linie treu bleiben. Und muss hier weitermachen. Aber der Weihnachtsmann hat mich verarscht. Der hat mich wirklich verarscht, oder? Der wusste nicht, wo einer... Oha, was ist das hier für ein Laden? Wir müssen uns halt auch erstmal so einen kleinen Überblick verschaffen. Und zwar Stani Performance. Wow. Autoverlosung. Top getuned. 1 Euro. Ein Los, 15 Euro. Boah. Leute, boah, guckt euch mal diesen Baba-Wagen an. Boah. Da würde ich ja direkt einsteigen. Oh Mann, man kann hier sogar rein. Lol. Geil. Das ist ein Baba-Wagen, Leute. Das ist ein richtig krasses Auto. 15 Euro für ein Los ist doch ein Schnapper. Hier ist irgendwas komisch. Nee, da ist keiner drin, ne? Denkt dran, aus die Schneemänner müsst ihr raus, ne? Ich warne euch. Okay, haben wir durch, Leute, stand die Performance. Dann gibt's hier noch kleine Leckereien. Chillig. Stani schießt dir alles kaputt. Gedacht wohl, du kannst schlauer sein wie ich, ne? Ja, hier kommst du nicht mehr raus. Schade, zu doof, um hier rauszukommen. Raus. Um 9 Leute gefunden. Oha, Leute. Aber wir müssen erstmal hier in die Leckereibude reingucken. Man kann da rein, aber da ist niemand drin. Okay. Okay, hier, oha, mit offen alles. Hier ist doch safe einer. Für Stani. Oh, ich habe ein Geschenk. Ich schenke mich selber. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden, Leute. Schon so viele Leute gefunden, obwohl es eine riesen Map ist. Das muss man auch sagen. Hier hinten vielleicht nochmal alles ein bisschen abchecken, aber das kann man auch noch zum Schluss machen. Okay. Kann man auch noch zum Schluss machen. Boah, hier wäre auch ein krasses Versteck eigentlich. Das würde mir auch nicht auffallen. Da muss ich ja auch nochmal die ganzen Dinge abchecken. Okay, Freund. Oh mein Gott. Das ist ja krank. Zum Glück habe ich das gesehen. So, Freunde, wir haben jetzt erstmal so den ersten Durchgang durch. Der erste Durchgang ist ja meistens mal so grobmäßig. Und jetzt werden halt die schwierigen Leute gekommen. Ich denke, die werden besonders schwer. Gut, ich muss jetzt überlegen, Freunde. Wir haben jetzt erstmal so alles auf dem Weihnachtsmarkt durch. Wie gesagt, die Leute dürfen auch nicht ihre Verstecke irgendwie ändern oder sich bewegen oder sonst was. Jetzt werde ich einmal einen Rundgang machen um den Weihnachtsmarkt und wir gucken, ob sich hier irgendjemand im Müll versteckt hat. SU hat ein sehr krasses Versteck, sagt der Agam. Aber das Versteck wird nicht krass genug sein. Das sag ich dir jetzt schon. Bin ich bei dir schon vorbeigekommen, SU? Ich glaube schon, ja, safe. Also ich habe dich voll oft gehört, du hast mich auch voll oft gehört. Du hast voll oft gesagt, wer rennt hier rum? Ja, ich hab's dir ein bisschen sogar leichter gemacht. Du hast sogar voll oft gesagt, wer bewegt sich denn da? Nee, das war eigentlich bei der Eisbahn. Das war ja so ein, wie ist das, was der festgesteckt hat? Hier ist keiner.
keiner. Das nicht. Und hier ist auch keiner. Das haben wir durch. Bin ich hier vorhin vorbeigerannt, Mr. Knuffel? Bin ich hier vorhin vorbeigerannt? Oder hast du dich bewegt? Raus! 10 Leute. Ich bin mir nicht sicher, Leute. Entweder hat er sich bewegt oder ich bin hier vorbeigerannt. Könnte beides sein. Aber ich habe ihn gefunden. Also es müssten jetzt theoretisch, Leute, 5 Leute fehlen. Boah. Ich merke, die Verstecke sind zu krass, dass ich die alleine finden werde. Die Map ist halt auch riesig, ne? Vielleicht, guck mal hier, Leute. Bro, das Ding ist, dann finde ich mal ein neues Versteck und hier ist keiner. Das ist halt auch lame, ne? Okay, wir machen jetzt nächste Stufe. Ihr müsst anfangen zu tanzen. Oh, Bro, was ist das für ein Versteck? GG! Juju ist raus. Oh mein Gott. Hier ist doch Juju safe aus Versehen reingefallen. So ein Ding war das gewesen. Ja, das Versteck niemals gefunden. Boah, okay. Ersten haben wir gefunden. 4 sind noch. Alle sollen jetzt ein Emote machen, oder? Ja, tanzen. Tanzen, Bro. Tanzen. Oh mein Gott. Ja, okay. Baut die Verstecke doch nächstes Mal noch schwieriger, bitte. Okay. Ja, die machen halt einen Death Run raus, Leute. Ich schwör auf alles. Ja, kannst direkt. Guck mal. Und dann noch hier mit diesem komischen Jump durchs Fenster, Alter. Da, wo ich noch nicht mal durchkomme. Ja, rauskommen da. Die da drinnen sind, rauskommen. Ich hab euch gefunden. Also, das ist ziemlich hart, Bro. Guckt euch diesen an. Der eklige, der sich da versteckt, ist jetzt Movie Time. Schade. Schade. So, weiter tanzen. Nein. Oh mein Gott, was ein Versteck. Geh zu dem G. Oh mein Gott. Holy moly, Macaroni. Okay, Leute. Es sind wirklich noch, obwohl sie tanzen, habe ich immer noch nicht gefunden, noch 2 Leute in der Map drin, die sich versteckt haben. Ich versuche noch einen zu finden, dass wir einen Gewinner haben. Du musst mich eigentlich finden, sonst habe ich wieder gewonnen. Letzte Zeit und Sieg habe ich auch gewonnen. Nein, ich bin gleich umgewonnen. Du bist halt so schlecht. Bro, wenn ich die Verstecke hier sehen würde und wie groß die Map ist, dann zeig mir, wie du das machst. Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo ihr seid. Kommt mal hier zum Weihnachtsmann, zu iCrimex. Kommt mal hier zu iCrimex. Wir lösen auch. Ich entscheide, wer das bessere Versteck hat. Okay, da ist der Erste. Wer ist das? Okay, zeig mal dein Versteck. Da bin ich in dieser scheiß Blume, Alter. Da wäre ich durchgedreht, Leute. Ja, aber ich war doch gerade gewesen. Er hat doch niemals getanzt, der Typ, Leute. Ich war doch hier gerade gewesen. Oh mein Gott. Oh mein Goodness. Ich bin ja eigentlich gerade vorbeigegangen, Leute. Aber ich habe ihn nicht tanzen gehört. Kann das sein? So, Essie, wo bist du? Komm zu meiner Hütte. Ja, aber ich hab echt nicht gehört. Ich war genau hier zwischen. Wo? Zwischen den Affen und du hast mich nicht gesehen. Nein, was nicht so. Spaß, komm mit. Bam, bam, badam, tadam. Was ist denn labern, Leute? Tadam. War eigentlich bei dir zu Hause, Digga. Nein, man kann hier hoch. Ja. Ja, okay, ist gut. Ey! Ja, so eine Verstecke sind immer so fies, Alter. Ich sage euch ehrlich, Leute. Müsste man eigentlich verbieten. Bro, du warst außerhalb der Map. Du kannst hier nicht weiter, das gehört zum Versteck noch. Ja, wie kommt man hier wieder raus? Ja. Yeah. Digga, das ist doch niemals ein Versteck. It's Movie Time, willst du mir erzählen, das ist ein Versteck, oder was? Spring mal hier rauf, warte, geh mal nach. Digga. Versuch mal hochzukommen. Es geht, ich hab's doch auch nicht. Ich will von jetzt Movie Time jetzt wissen, ob das ein offizielles Versteck ist.
Ich hab den Chat gefragt, ich hab auch gesagt, ist das unfair, ist das nicht unfair? Die meinten, nee, ist nicht unfair. Bro, das ist absolut unfair, das ist außerhalb der Map. Nein, du hättest Safe einfach... Safe Call. Bro, ich spring noch nicht überall rein, weil ich Angst hab, dass da alles verbuggt, Bro. Das macht da... Guck mal, jetzt komm ich nicht mehr raus und alles. Doch, du kommst da nicht. Nein, das macht absolut gar keinen Sinn. Du hast doch selber gesagt, du hättest da oben eh nicht geguckt. Also, klar, das Versteck hat gewonnen, Leute, aber ich werde hier niemals hochgesprungen, weil ich... Nee, ist kein Versteck eigentlich. Okay, ja. Gut, dann... Frage beantwortet, Gewinner Elektro, ganz einfach. Müssen wir leider zwar. Süß hat sich außerhalb der Map gebacken mit uns wegen Tricks. Der Mapbauer. Ich wollte das nicht mal absichtlich. Der Mapbauer hat diesen Ort nicht mal als verstanden. Bro, guck mal, das Ding ist, ich als Sucher, ich spring nicht überall rein, weil ich weiß, teilweise verbuggt ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ich sagte nur, ich wollte dann rauskommen. Am Anfang wusste ich auch nicht, wie es geht. Dann saß ich da halbe Stunde, hab irgendwann rausgefunden, wie es geht. Da musst du springen. Geh mal nach links. Warte dort, dann musst du geradeaus rennen. Also, jetzt geradeaus rennen, wenn du da drauf bist. Ja. Warte. Geradeaus rennen? Ja, scheiß drauf, aber. Cool, also. Ja, ja, und dann geradeaus. Ja, Bro, das ist einfach nur mit Lack, dass man sich rüberbackt wieder. Also, sorry. Ja, ich wollte das nicht mal absichtlich machen, Bro. Ich bin da selber. Leute, Elektra, Bordfestival hat mal wieder gecheatet bei anderen. Das war mal wieder Jesus-Check. Es hier ab, Leute, das war eine Ziel-Volle Movie-Time. 50 Euro für die Map. Das war's gewesen, Leute. Krass. Ja, Leute, ich beende das Video auch an der Stelle. Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen. Würde mich freuen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Würde mich ebenso freuen. Und gerne einen Kommentar da lassen. Ihr wisst, hier ist mir Kommentar. Immer gerne durch. Und dann würde ich sagen, euch noch allen einen wunderschöne Nacht noch, wunderschönen Sonntag, falls ihr das Video jetzt sehen solltet. Dann würde ich sagen, euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video, Leute. Bye!